Hallo liebe Höhlenforscher und Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel The Cave aus dem Pegasus Spieleverlag, einem Spiel ab 10 Jahren für 2 bis 5 Spieler mit einer Dauer von ca. 60 bis 90 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Spielinhalt, dann wie baut ihr das ganze Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt viel Spaß bei The Cave, Aufbruch ins Dunkel. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Spielinhalt, eine Anleitung und diverseste Marker, wie hier zum Beispiel Essensrationen, Tauchergeräte, Höhenanzeiger, Seilmarker, enge Gängemarker, wer hat als erstes eine bestimmte Tiefe erreicht Marker, Wassermarker, Schlauchboote und Fotoapparate, Fotoobjektemarker, Seile. Für jeden Spieler eine Spielerfigur plus sein persönliches Zelt. Und ansonsten haben wir hier noch sehr viele Höhlenmarker natürlich, aus denen man dann den Spielplan nach und nach zusammenbaut. Und hier haben wir noch die Bonusmarker, die es zum Schluss für Mehrheiten gibt. Dann bekommt jeder Spieler noch so ein Tableau, auf dem zum einen sein Rucksack drauf ist, sein Inhalt des Zeltes und die Kosten für alle möglichen Spielzüge. Das gibt es für jeden Spieler. Und dann haben wir hier noch zwei Starttableaus. Das für 4 Spieler, das für 5 Spieler, das für 2 Spieler, das für 3 Spieler. Das ist der komplette Inhalt der Spieleschachtel und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Für den Aufbau des Spiels braucht ihr ein bisschen Platz auf dem Tisch, denn ihr habt da einige Marker, die ihr auf dem Tisch legen müsst. Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene Arten von Markern. Das sind einmal die Ausrüstungssachen wie Proviant, Seile oder Sauerstoff, den die Spieler mitnehmen können. Zum anderen gibt es dann eben die Punktemarker, die am Schluss des Spiels Punkte bringen, wie Seile, Wasser, engere Durchgänge, Kameramotive. Das sind Dinge, die geben zu Spielende Punkte. Und zusätzlich gibt es noch die grauen Marker mit den Tiefenanzeigern. Die bekommt der Spieler, der als erstes eine solche Tiefe erreicht hat. Also der Erste, der 25 Meter in die Tiefe geklettert ist, bekommt einen 25er Marker. Der Erste, der 50 runter geklettert ist, bekommt dann den 50er Marker und so weiter. Und um die Tiefen in der Höhle zu symbolisieren, gibt es diese gelben Marker. Da liegt man dann einfach, wenn man irgendwo runter geklettert ist, in dem Bereich den gelben Marker der entsprechenden Tiefe. Das heißt, wenn man 25 Meter runter geklettert ist, kommt ab da ein 25 Meter Marker hin. Dann weiß man, aha, hier ist man in 25 Meter Tiefe. Steigt man von da aus noch tiefer, kommt der 50 Meter Marker und so weiter. Jeder Spieler bekommt dann ein Spielertableau plus seine Figur und sein Zelt und die stellt er beide hier aufs Basiscamp. Ich zeige euch ein 2-Spieler-Spiel, deswegen habe ich das 2er-Startplättchen hier hingelegt und an diesen Höhlenausgängen, da baut ihr dann eure Höhle eben an. Da braucht ihr halt dann entsprechend ein bisschen Platz. Aber zum Glück kann man so Marker ja mal gut verschieben. So, dann gibt es 4 verschiedene Höhlenbereiche, 1, 2, 3 und 4 und der Steinschlag. Die Steinschläge, die legt man einfach aufeinander, die braucht man, wenn man nicht legen kann. Und ansonsten gibt es hier von jedem 20 Marker und je nach Spieleranzahl müssen davon jetzt welche weggenommen werden. Bei 2 Spielern kommen von jedem Stapel 9 weg, sodass noch 11 drin sind, bei 3 Spielern kommen 7 weg. Bei 4 Spielern kommen 5 weg und bei 5 Spielern kommen 3 von jedem weg. Die kommen aus dem Spiel. Ich zeige euch ein 2-Spieler-Spiel, deswegen 2, 4, 6, 8, 9. Also auf diese Höhe müssen jetzt alle Stapel reduziert werden. Dann haben wir von jedem noch 9 im Spiel. So.
Müsste es passen. Ein Zweier noch. So. Und wir fangen natürlich an, die Einserhöhlen zu verbauen. Dann erst die Zweier, dann erst die Dreier und am Schluss die Vierer. Das ist jetzt der komplette Spielaufbau. Und jetzt bekommt jeder Spieler noch Startkapital, könnte man sagen. Also Ausrüstungsgegenstände, die er am Anfang dabei hat. Jeder Spieler dürfte sich theoretisch beliebig hier nehmen, was er denn gerne möchte. Empfohlen wird, dass jeder Spieler sich eine Kamera nimmt, sonst kann er in Höhlen mit Kamerasymbol keinerlei Punkte generieren. Sich ein Schlauchboot mitnimmt, damit kann er billiger über Felder fahren, auf denen ein Wasser drauf ist. Wenn er das Schlauchboot nicht dabei hat, muss er jedes Mal zwei dafür bezahlen, zwei Aktionspunkte. Deswegen wird da empfohlen, dass das jeder mitnimmt. Dann wird empfohlen, dass jeder sich eine Sauerstoffflasche mitnimmt. Sauerstoffflaschen haben auch zwei Seiten, eine volle, eine halbleere, und wenn sie ganz leer ist, kommt sie zurück in den Vorrat. Dann braucht man natürlich ein Seil, denn sonst kann man nicht so runterklettern, und viel Proviant, denn der Proviant muss in jeder Runde, in der ich dran bin, als erstes abgegeben werden. Und wenn ich keinen Proviant mehr habe, kann ich mich nur noch vorwärts schleppen, zurück zu meinem Basislager, um da wieder Proviant zu holen. Aber das erkläre ich euch jetzt dann gleich alles in den Regeln. Der Aufbau ist hiermit komplett abgeschlossen. Dann erkläre ich euch jetzt mal die einzelnen Aktionen, die man hier auf dem Spielbrett so findet. Grundsätzlich ist es so, jeder Spieler hat in seiner Runde 5 Aktionspunkte, die er ausgeben darf. Die Aktionspunkte sind immer hier hinten durch diese Bommel markiert. Das heißt, es kostet einen Aktionspunkt, um hier das Plättchen zu nehmen und gültig an einen Höhleneingang anzuschließen. Allerdings gibt es hier schon die erste Besonderheit. Ich darf nur dort bauen, wo ich auch daneben stehe. Mich bewegen kostet mich pro Feld auch einen Aktionspunkt. Das heißt, mich hierher bewegen plus eins nehmen und hier anlegen, das wären schon mal 2 Aktionspunkte, die ich verbraucht hätte. Es gibt jetzt hier verschiedenste Kärtchen. Ich decke jetzt mal ein paar auf. Das hier ist zum Beispiel eins mit einem Seil. Dann gibt es welche, da ist nichts drauf. Dann gibt es welche, da ist hier so ein Fotosymbol drauf. Dann gibt es welche, hier ist so ein Wassersymbol drauf. Dann gibt es welche, auf denen ist hier oben so eine Runde 1, 2 oder 3 drauf. Und die haben folgende Bedeutungen. Das hier mit 1, 2 oder 3 sind enge Durchgänge. Um mich da durchzuquetschen, brauche ich einmal einen Schritt, um mich dorthin zu bewegen, und so viele Schritte, wie diese Schwierigkeit hier angibt, zusätzlich. Um auf das Feld zu gehen, bräuchte ich schon mal 2 Aktionen. Habe ich das Feld, wo die 2 drauf ist, schauen wir mal, wo die 3 drauf ist, wie das hier zum Beispiel, da brauche ich dann schon 4 Aktionen, um auf dieses Feld zu gehen. 1 plus die 3, die hier oben drauf sind. Also 4 Aktionen würde es mich kosten, um hier reinzugehen. Wenn das erste Mal so ein Plättchen aufgedeckt wird, dann kommt oben in die Ecke ein entsprechender Marker. Das heißt, hier kommt jetzt der 1er Marker mit drauf. Und der erste Spieler, der dieses Feld betritt, der darf sich diesen Marker dann an sich nehmen. Das heißt, der erste Spieler, der jetzt sagt, ich gebe diese 2 Aktionspunkte aus, der nimmt diesen Marker an sich und legt ihn zu sich. Hinten drauf sind schon immer die Punkte, die dieser Marker wert ist. Zusätzlich gibt es noch am Schluss eine Mehrheitenwertung, wer am meisten Marker einer bestimmten Sorte hat. Wobei diese Marker zusammenzählen, die Wassermarker zählen, die Seilmarker zählen und die Fotomarker zählen. Und das legt er dann einfach zu sich. Und das gleiche gibt es eben auch hier mit dem Wasser. Wenn ich jetzt hier ein Wasser angelegt habe und da kommt dann oben in die Ecke eben ein Wassermarker. Auf Wasserfelder ziehen kostet mich grundsätzlich 2 Punkte und ein Sauerstoff. Das heißt, wenn ich also auf ein Wasserfeld gehen möchte, muss ich zum einen 2 Aktionspunkte ausgeben plus meine Sauerstoffflasche dabei haben, und die drehe ich dann entweder auf die Rückseite, dann ist sie noch halb voll und kann nochmal benutzt werden, oder wenn sie beim zweiten Mal benutzen, kommt sie eben weg. Ohne Sauerstoffflasche kann ich so ein Feld nicht betreten, wenn ich nicht ein Schlauchboot dabei habe. Denn mit einem Schlauchboot kann ich auch nur einen Punkt ausgeben, um dieses Feld zu betreten. Der Nachteil des Nurbetretens ist aber, dass ich den Marker dann nicht nehmen darf. Also, nochmal zusammengefasst, ich möchte ein Wasserfeld betreten, kostet mich 2 Aktionspunkte plus ein Sauerstoff, und dann darf ich mir auch den Marker hier nehmen. Habe ich jetzt
kein Sauerstoff oder möchte ich es nicht ausgeben, kann ich sagen, ich nutze das Schlauchboot. Das muss ich auch nie abgeben, genauso wie die Kamera. Das sind die beiden Sachen, die ich immer behalten darf. Ich sage also, ich möchte nur durch diesen Tunnelbereich durch, gebe nur einen Punkt aus, stehe hier drin, darf den Marker nicht nehmen, darf aber dann einfach für die nächste Aktion zum Beispiel hier das nächste Plättchen aufdecken. Das sind die zwei Möglichkeiten, die ich bei Wasserfeldern habe. Dann gibt es eben diese Seilfelder. Seilfelder bedeuten, hier geht es nach unten. Und auf so ein Seilfeld kommt zum einen eben so ein Seilmarker als Belohnung drauf, plus die Tiefe, in das es führt. Das heißt, das ist die erste Tiefe, ist 25 Meter. Das heißt, wenn ich hier runtergeklettert bin, habe ich 25 Meter zurückgelegt. Was kostet mich das? Das kostet mich zum einen ein Seil, muss ich legen aus meinem Inventar. Das kommt dann hier drüber. Kostet mich einen Punkt pro Seil, das ich lege. Und pro 25 Meter brauche ich ein Seil. Das heißt, habe ich später dann mal eine Konstellation, wo ich von einem Ort gleich in 75 Meter Tiefe runterkomme, direkt, weil das irgendwo nochmal anschließt, da muss ich schon drei Seile hergeben plus einen Aktionspunkt, um mich da drauf zu bewegen. Also so kostet mich das Ganze jetzt einen Punkt fürs Legen von dem einen Seil, jedes weitere Seil eben pro 25 Meter mehr nochmal einen Punkt und eins eben nur, um mich zu bewegen. Und wenn ich da geklettert bin, bekomme ich als Belohnung das Seilplättchen, das lege ich zu mir. Und weil ich der Erste bin, der in 25 Meter Tiefe gelandet ist, bekomme ich auch dieses 25 Meter Markerl zu mir. Das ist auch nochmal 3 Punkte wert. Das ist also das nach unten steigen. Und ab hier sind jetzt alle Plättchen in 25 Meter Tiefe eben angesiedelt. Dann gibt es hier das Fotomarker. Da lege ich auch ein Markerl drauf. In den Raum kann ich mich ganz normal mit einem Schritt bewegen in einer Aktion. Und um da ein Foto zu machen, brauche ich zum einen die Kamera in meinem Inventar und noch eine zweite Aktion. Dann mache ich ein Foto, nehme das Markerl und lege auch das zu mir. Das sind also die besonderen Felder, die es hier so gibt. Die Fotomachfelder, die enge Gangfelder, die Wasserfelder und die ich kletter irgendwo runterfelder. Jedes Mal, wenn ich eben dran bin, muss ich eins meiner Essensrationen abgeben. Daher muss ich schauen, dass ich auch rechtzeitig wieder zurückkomme. Und jedes Feld kostet mich einen Punkt, außer eben die schmalen, die kosten mich dann mehr. Je nachdem. Und 1, 2, 3, 4. Mit 4 Punkten wäre ich hier wieder zu Hause. Ich kann Aktionspunkte auch verfallen lassen, denn es kostet mich 2 Aktionspunkte, um im Lager dann wieder einzukaufen. Einkaufen selber kostet mich dann nichts. Da kann ich einpacken und umschlichten, wie ich möchte auf meinem Plan. Das kostet mich nichts. So. Wenn ich einmal diese 2 Punkte ausgegeben habe. Jetzt erkläre ich euch noch, was es mit dem Zelt hier auf sich hat. Der Spieler hat zusätzlich zu seinen Rucksackplätzen auch noch 4 Zeltplätze. Und das Zelt ist dieses kleine nette Ding hier. Und das kann der Spieler auch mitnehmen. Das Zelt mitzunehmen kostet mich einen Punkt. Das Zelt aufzubauen kostet mich 2 Punkte. Und damit ich Platz habe, um mein Zelt in meinen Rucksack zu kriegen, muss ich die beiden unteren Felder hier frei haben. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich in meinem Basislager bin und für 2 Punkte einkaufe, auch die Sachen, die ich einkaufe, in mein Zelt legen. Ich muss nur aufpassen, was ich da reinlege, denn was im Zelt liegt, darf ich nicht direkt aus dem Zelt raus nutzen, wenn ich das Zelt nicht vorher aufgebaut habe. Das heißt, die Sachen, die da drin sind, sind so lange gesperrt, wie ich eben mein Zelt nicht woanders wieder aufgebaut habe. Und auf diese beiden freien Plätze da unten stelle ich das Ding dann drauf. Das Einpacken kostet mich, wie gesagt, nur einen Aktionspunkt und dann kann ich das Zelt jetzt mitschleppen. Sobald ich dann irgendwo bin, wo ich es wieder aufbauen möchte, kostet mich das 2 Punkte. Dann stelle ich das hier raus und dann kann ich hier auch Sachen wieder in meinen Rucksack rüberladen. Ich kann das Zelt da stehen lassen, kann es auch jederzeit wieder einpacken und zurück im Basislager kann ich es auch wieder auffüllen. Also so ein Zelt ist ein kleines Zwischenlager, wo ich ein paar Sachen eben reintun kann, die ich hier nicht direkt in meinem Rucksack mitschleppen möchte, 2 Plätze extra, um zwischendrin nochmal ein Lager aufzubauen, dass ich nicht direkt komplett zurück ins Basiscamp muss, wenn mir der Proviant ausgeht, sondern dass ich zwischendrin eben nochmal eine Chance habe, einen Proviant zu mir zu nehmen, denn da gibt es dann sonst ein kleines Problemchen. Und zu dem Problemchen mache ich euch jetzt gleich noch ein extra Video. Das Problemchen-Video. Probleme kann es 2 Stück geben. Das erste Problem ist, ich kann
ein Teil nicht anlegen, dass es regelkonform ist. Bedeutet also, es gibt hier Teile, die ich nicht mehr regelkonform anlegen kann. Und das mache ich jetzt mal folgendermaßen kurz vor. Sagen wir, ich stehe hier auf diesem Wasserfeld und ziehe dieses Kärtchen. Das muss ich jetzt hier anlegen. Das ist aber regelkonform nicht möglich, denn wenn ich so anlege, führt dieser Weg ins Nichts gegen eine Mauer. Wenn ich so anlege, führt dieser Weg ins Nichts an eine Mauer. Hier führen beide Wege ins Nichts an eine Mauer. Ich kann dieses Plättchen, egal wie ich es drehe und wende, hier nicht einbauen. Dann kommt das weg in die Schachtel und an die Stelle kommt ein Steinschlag. Plumps. So, Steinschlag hat keinerlei Vorteile, sondern nur Nachteile. Und von hier aus darf ich auch keine neue Höhle entdecken. Das heißt, ich darf ein Steinschlagplättchen betreten für 2 Aktionspunkte, darf aber von hier aus jetzt keine neue Höhle hier anschließen und entdecken. Das muss ich dann schon von einem normalen Plättchen aus, wie hier drüben zum Beispiel, machen. Da muss dann der Weg auch wieder zusammenpassen. Also Steinschlagplättchen kommen immer da rein, wo ich das Höhlenplättchen, das ich gezogen habe, nicht regelkonform legen kann. Kann betreten werden, durchkreuzt werden mit 2 Schritten, also 2 Aktionspunkten, aber ich darf daran nichts anbauen. Das zweite Problem, was mir passieren kann, ist natürlich, mein kompletter Proviant ist aufgebraucht und ich stehe noch ein paar Felder vom Basislager entfernt. Jetzt kann ich nichts anderes machen, wie meine kompletten 5 Punkte einzusetzen, um einen Schritt vorwärts zu kommen. Das heißt, in der ersten Runde komme ich bis dahin mit meinen 5 Aktionen und in der zweiten Runde komme ich ins Basislager mit meinen 5 Aktionen. Das heißt, hier komme ich nur noch ganz langsam vorwärts. Ich darf auch keine Plättchen dafür einsammeln. Ich muss also schon schauen, dass ich rechtzeitig wieder in meinem Basislager bin oder wenigstens ganz in der Nähe des Basislagers bin, um nicht meine Züge damit zu verschwenden, mich durch die Höhlen kriechend vorwärts zu bewegen für meine 5 Aktionspunkte. Das sind also die 2 Dinge, auf die ich ein bisschen aufpassen muss. Und damit ihr das Ganze jetzt nochmal im Flow und im Zusammenhang seht, spiele ich euch jetzt einfach mal eine kleine Runde vor. Los geht die Reise in die Dunkelheit. Ich habe meine Charaktere vollgepackt mit den Standardausrüstungssachen. 4 Proviant, ein Seil, ein Fotoapparat, ein Boot und die Sauerstoffflasche. Wie gesagt, ich kann jederzeit auch für 0 Punkte die Kamera wegwerfen oder das Boot wegwerfen, um Platz zu schaffen. Ich kriege diese beiden Gegenstände allerdings im kompletten Spiel nie wieder zurück. Das heißt, wenn ich sage, ich verzichte grundsätzlich darauf, jemals Fotos zu machen, dann schmeiße ich das Ding weg und habe einen Platz mehr. Sollte man sich aber sehr, sehr gut überlegen. Ich fange jetzt mit dem roten Spieler an. Der sagt jetzt, ich gehe einen Schritt, eine Aktion. Ich nehme mir hier das erste Kärtchen und lege es hier an. 2. Aktion. Dieses Kärtchen ist ein Abstiegskärtchen. Das wird bestückt mit dem minus 25 Marker, dass ich weiß, wie weit geht es darunter. Es ist das erste, also 25 Meter und dem Seil. Also 1. Aktion, 2. Aktion. 3. Aktion, ich lege das Seil. 4. Aktion, ich gehe hier runter und nehme mir dieses Seilmarker und nehme mir die Belohnung für den ersten, der 25 Meter erreicht hat. Und dann habe ich nur eine Aktion übrig und nehme nochmal in die Höhle und lege die hier dran. Da kommt dann noch ein Wassermarker drauf und somit sind meine 5 Aktionen erledigt. Jetzt kommt der blaue Spieler dran und der blaue Spieler geht mal in diese Richtung hier hoch. Für einen Schritt deckt das erste Plättchen hier auf, baut das hier dran, das ist ein Fotomotivplättchen, das ist Aktion 2, da kommt dann der Marker drauf. Aktion 3, er bewegt sich hier rein, Aktion 4, er macht ein Foto davon, nimmt das zu sich. Aktion 5, er nimmt ein weiteres Plättchen und legt das beliebig gültig hier an und da kommt auch wieder ein Fotomarker drauf. 5 Sachen getan. Unser roter Spieler ist an der Reihe. Sobald die Spieler das Basislager verlassen haben, müssen sie pro Runde, wo sie jetzt dran sind, ein Essensmarkerl abgeben. Das heißt, der Rote ist dran, gibt das erste ein Proviant ab und geht jetzt in die Höhle, legt also seinen Sauerstoffmarker auf die Rückseite. 2 Aktionen zahlt er, dann darf er sich dieses Markerl auch nehmen und steht jetzt hier in der Höhle, hat also jetzt 2 Aktionen verwendet. 3. Aktion, ich decke wieder was auf, eine Kreuzung, die lege ich mal hier hin.
Vierte Aktion, ich gehe hier rüber. Fünfte Aktion, ich decke noch was auf. Ein weiterer Abstieg. Den lege ich dahin. Hier kommt jetzt der minus 50 Marker oder der 50er Marker drauf, denn wir bewegen uns seit dieser Aktion hier in 25 Meter Tiefe und diese Tiefe wäre dann eben bereits 50 Meter. Auch hier legen wir das Belohnungsmarker drauf und sind somit hier fertig. Der blaue Spieler ist dran, auch der gibt einen Proviant ab, geht hier rüber, erste Aktion, zweite Aktion, er macht ein Foto, dritte Aktion, er nimmt ein neues Plättchen, deckt das auf und legt das hier dran. Auch hier kommt ein Seil drauf und ein 25er Marker, weil das ist das erste Mal, dass es von dieser Richtung aus nach unten geht. Also, eine Aktion, zweite Aktion Foto machen, dritte Aktion aufdecken, vierte Aktion, ich lege ein Seil, fünfte Aktion, ich kletter hier runter, krieg den Seilmarker, krieg keinen 25 Meter Belohnungsmarker, denn das hat der andere Spieler schon als erstes erledigt gehabt und bin somit fertig mit meinen 5 Aktionen. Der Spieler hier drüben ist dran. Der kann nicht runter, denn er hat dummerweise kein Seil mehr dabei. Zahlt als erstes jetzt nochmal einen Proviantmarker, deckt eine neue Karte auf und legt die regelkonform an. Da sagt er mal, die lege ich hier hin, da kommt ein Fotomarker drauf. Erste Aktion, zweite Aktion, ich entdecke gleich noch diese Höhle. Aha, eine Engstelle mit einer 1, auch da kommt der Marker drauf. Zweite Aktion, dritte Aktion, vierte Aktion, er geht in die Enge. Also dritte Aktion reingehen, vierte Aktion, weil es ein 1er Engenmarker ist, das nimmt er sich. Fünfte Aktion, er deckt ein weiteres Höhlenplättchen auf. Dann ist unser blauer Spieler wieder an der Reihe, auch der gibt wieder einen Proviantmarker ab als erstes. Und deckt jetzt hier auch das letzte 1er Markerl auf, legt das gültig hier irgendwie dran, ein Foto kommt drauf, das war die erste Aktion, zweite Aktion, ich gehe hier rüber, dritte Aktion, ich mache ein Foto, vierte Aktion, ich nehme das erste Kärtchen vom 2er Stapel und lege das hier dran. Dann kommt wieder ein Fotomarker drauf, fünfte Aktion, ich gehe mal da rein. Dann ist der rote Spieler dran, legt einen Proviantmarker weg und überlegt sich jetzt, jetzt muss ich dann bald wieder zurück, sonst wird es eng. Also sagt er sich, ich gehe jetzt einen Schritt, ich gehe jetzt zwei Schritte, ich mache ein Foto, dritter Schritt, vierter Schritt, ich gehe hier rüber, fünfter Schritt, ich fahre mit dem Schlauchboot hier drauf, dann kostet es mich nur 1 und bleibt da stehen. Dann ist der blaue dran, auch der gibt einen Proviantmarker ab, macht ein Foto, erste Aktion, dann sagt er, ich gehe auch zurück, zweite Aktion, dritte Aktion, vierte Aktion, fünfte Aktion und bleibt hier stehen. Dann ist der rote Spieler wieder an der Reihe, der gibt sein letztes Proviantmarker ab, geht eine Aktion, zwei Aktionen, drei Aktionen zurück ins Basislager und für 2 Aktionen kauft er jetzt wieder ein. Das heißt, wir füllen auf jeden Fall unseren Sauerstoffvorrat wieder auf. Ich packe mir diesmal meinen Rucksack voll und stecke hier auf jeden Fall mal 3 Essensrationen plus ein Seil in den Rucksack. Ich nehme aber auch noch 3 Essensrationen so mit. Oder 2 Essensrationen und noch ein Seil. So, packe dann in der nächsten Runde ein, denn meine 5 Schritte habe ich jetzt schon erledigt mit dem Einkauf und dem Dahinbewegen. Somit ist jetzt der blaue dran, auch der zahlt seine letzte Essensration, geht 1, 2 Schritte, 3, 4, um einzukaufen. Einkaufen tut er Proviant, sagen wir mal wieder 4 Stück. 1, 2, 3, 4 und ein Seil, den Zelt lässt er da. Dann hat er noch 1 übrig und mit diesem einen bewegt er sich schon wieder in die Höhle rein. Dann ist unser roter Spieler dran, der ist im Basislager, muss dafür nichts zahlen und sagt, ich gehe jetzt mal unten lang, warum nicht? Also für eine Aktion packe ich hier mein Zelt ein und dann lege ich los. Zweite Aktion, dritte Aktion, ich decke wieder ein Höhlenplättchen auf, das ist wieder ein enger Durchgang. Lege ich drauf. Also 1 einpacken, 2 gehen, 3 aufdecken, 4, 5 da drauf gehen und mir das einpacken. Fertig. Blauer Spieler ist dran, muss ein Essen abgeben. Dann sagt er,
Eine Aktion, zweite Aktion Höhle entdecken. Aha, das ist schon ein Zweierdurchgang. So, die zweite Aktion, dritte Aktion, er deckt noch was auf. Legen wir hier hin, das ist ein Foto. Und gehen hier rüber. Das legen wir da drauf, Foto machen wir in der nächsten Runde. Dann ist der rote Spieler dran, auch der muss jetzt hier ein Proviant abgeben. Deckt für die erste Aktion auch ein dünnes Durchquetschteil auf, mit der 2 drauf. Erste Aktion aufdecken, zweite, dritte, vierte Aktion hier drauf gehen. Dafür kriegt er dann auch das Markerl. Und fünfte Aktion, noch was zu entdecken. Wieder ein normales Feld, wo es runter geht. So, da kommt dann natürlich wieder der 25er Marker drauf, weil das ist ja wieder ein neuer Abstieg. Und das hier. Und dann ist der blaue Spieler dran, der zahlt wieder einmal Proviant. Sagt, erste Aktion, ich decke wieder was auf, ein Fotomotiv. Zweite Aktion, ich fotografiere hier. Dritte Aktion, ich gehe hier rüber. Vierte Aktion, ich fotografiere hier. Fünfte Aktion, ich decke wieder etwas auf. Dann ist wieder der rote Spieler dran, der zahlt auch wieder einen Proviant. Hat jetzt im direkten Zugriff keinen Proviant mehr. Das heißt, er muss jetzt auf jeden Fall sein Zelt aufbauen, um ein bisschen was umzuschlichten. Und sagt, ich kletter jetzt runter. Kostet mich eine Aktion das Seil. Zweite Aktion das Gehen. Ich nehme das Seil zu mir. Dann die dritte und vierte Aktion ist es, ich setze hier mein Zelt auf und die letzte Aktion nutze ich, um hier umzubauen. Und ziehe mal alles, was ich jetzt hier noch drüben habe, in meinen Rucksack um. Der blaue Spieler ist wieder dran, zahlt ein Proviant und sagt, ich entdecke wieder mal ein bisschen Höhlensystem, deckt dieses Höhlensystem auf, da kommt ein Wasser drauf, sagt, das war die erste Aktion, zweite, dritte Aktion, ich gehe hier drauf und zahle einen Sauerstoff und nehme mir das Markerl. Dann die vierte Aktion, ich entdecke nochmal. Machen wir hier einen engen Durchgang. Und dann entdecke ich gleich nochmal. Und das lege ich dann hier unten dran. Und da ist wieder ein Abstieg, der ist auf 25 Meter Höhe noch. Und da kommt auch ein Seil drauf. Jetzt ist auch der Zweier hier aufgebraucht und dann würde es weitergehen mit dem dritten. So geht es jetzt immer weiter, bis alle dieser Höhlen entdeckt worden sind. Und wenn die alle entdeckt worden sind, beginnt das Ende des Spiels und was da zu tun ist und wie die Schlusswertung funktioniert, jetzt noch im nächsten Video. Sobald jetzt das letzte Vierer-Markerl dann gelegt wurde, wird das Ende des Spiels eingeläutet. Jeder Spieler ist nochmal dran, also der Spieler, der es eingeläutet hat, spielt es zu Ende. Dann ist jeder Spieler nochmal dran bis zu dem Spieler, der es eingeläutet hat. Und zwar haben die Spieler jetzt noch 3 Runden Zeit, wieder ins Basislager zurückzukommen. Schaffen sie das nicht, haben sie das Spiel schon mal verloren und es wird überhaupt nichts mehr gewertet. Das heißt, innerhalb von 3 Runden ist gleich 15 Aktionen, muss jeder Spieler es schaffen, wieder im Basislager aufzutauchen. Das wäre jetzt hier kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, dann wäre ich schon daheim und ihr hier 1, 2, 3, 4 wäre auch schon daheim. Also, innerhalb von 3 Runden muss dann jeder Spieler nach Hause kommen und dann gibt es auch eine schöne Wertung. Und bei der Wertung kommen dann auch diese Bonusmarker zum Einsatz. Denn als erstes, bevor jetzt noch die normalen Punkte gezählt werden, werden jetzt erstmal die Mehrheiten geschaut. Und hier bekommt einfach immer der die meisten Punkte und der die zweitmeisten Punkte hat, nochmal extra ein Bonusmarker. So, jetzt wird einfach geschaut. Jedes Ding wird für sich gewertet. Ich fange hier unten mal an mit den Fotos. Er hat 6 Fotomarker, er hier drüben hat gar keinen. Das heißt, die 8er Mehrheit für die Fotos bekommt der Spieler. Das ist dann 8 wert und kriegt er zu sich. Darf er dann noch dazu zählen. Dann schauen wir mal das nächste an. Das sind die Engpassmarker. Wie gesagt, die zählen alle für einen Pool. Das ist egal, ob 1, 2 oder 3 draufsteht. In dem Fall hat sowieso nur der hier drüben davon 3 Stück. Das heißt, er kriegt den Engpassmarker mit der 8. Schauen wir mal, wo der ist. Hier, den kriegt er hier. Dann ist das auch erledigt. Und dann gibt es Wasser. Wasser haben wir Gleichstand. Und in dem Fall bekommt dann jeder Spieler 4 Bonuspunkte. Einmal, zweimal für die Wassermarker. Und dann gibt es jetzt noch die Klettermarker. Da haben wir einmal das hat er hier 2 und er hier drüben
hat einen nur, das heißt, er bekommt den Vierer und er hier drüben den Achtermarker. So, das sind also jetzt die Mehrheiten, die verteilt werden. Und dann werden jetzt einfach die Punkte gezählt. Und dazu dreht man einfach jeden Marker auf die Seite, wo die Punkte drauf sind. Und diese Punkte zählt man jetzt einfach alle zusammen. Wie gesagt, ein Foto gibt pro Marker 2 Punkte, ein Wasser 3 Punkte, ein Seil 2 Punkte, die Bonusmarker 4 oder 8 Punkte, je nach den Mehrheiten. Auch die Engstellen gibt entweder 2 für eine kleine Engstelle, 3 für eine größere Engstelle oder 4 für eine Dreier-Engstelle. Jeder zählt also die Punkte zusammen, die er da eben jetzt ergattert hat, plus auch die für die erste Person, die die bestimmte Tiefe erreicht hat. Wie gesagt, alles zusammenzählen und der Spieler, der einfach am meisten Punkte dann erreicht hat, ist der Sieger dieses Spiels. Bei Gleichstand haben mehrere gewonnen, da gibt es keine weiteren Regeln. Das war sie, meine Regelerklärung und Spielevorstellung zu The Cave, Aufbruch ins Dunkel aus dem Pegasus Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Regelvideo wieder. Verlauft euch nicht in der Höhle. Servus, euer Michael.